Einen wunderschönen Sonntag, liebe Basketballfreunde. Auch heute haben wir wieder wegen der Zeitverschiebung, die ja in den USA eine Woche oder ein paar Wochen eher ist als bei uns, mehrere Spiele am Sonntag. Heute geht's los um 20:30 Uhr. Diese Sonntagsspiele gehen wir alle durch und vorher werfen wir einen Blick auf die Liga, auf die Standings, denn die meisten Teams haben jetzt um die 70, 71 Spiele und das bedeutet, es sind nicht mehr viele. Also, wir sehen uns noch 2 Wochen in der Regular Season und dann geht's los mit den Playoffs und im Westen dominieren die Phoenix Suns mit 57 Siegen und 14 Niederlagen, 80% Siegquote. Aber für mich sind die jetzt nicht irgendwie der haushohe Favorit, dass die den Westen gewinnen. Dafür gibt es zu viele Teams, die ich auch wirklich als mindestens genauso stark sehe. Also die Warriors, die Jazz, die Mavericks, das sind alles Teams, die Phoenix wirklich es schwer tun werden in den Playoffs. Auf der anderen Seite, LA Lakers, was ist da los? Jetzt wieder nur 3 der letzten 10 Spiele gewonnen. Momentan sind sie auf dem Weg, der Zehnte, Tabellenzehnte zu werden. Oder eben Neunte. Und ich weiß nicht, irgendwie traue ich dem Partner nicht. Die müssen doch in den Playoffs eine Schippe drauflegen. Spannender Westen auf jeden Fall. Die Nuggets, Mavs mit 2 Niederlagen in Folge, Timberwolves, alle mit, ja, nahe gleichen Sieg. Entschuldigung, mir fehlen jetzt gerade ein bisschen die Worte. Also die werden Platz 5, 6 und 7 miteinander ausmachen. Die Jazz sehe ich da schon ein bisschen zu gefestigt, denn sie haben halt einfach mal 3 Spiele Vorsprung auf Platz 7. Dann haben wir im Osten auch die Pacers, Pistons, Magic sind raus aus den Play-ins bzw. Play-off-Rennen. Die Warriors, die Wizards und Knicks im Prinzip auch, denn da fehlen, wenn man nur noch ausstehende 12 Spiele hat, einfach zu viele Siege. Das ist einfach nur noch in der Theorie möglich. Die Hawks spielen heute auch am Abend auf der 10. Die Hornets, die Nets auf der 8. Wer hätte gedacht, dass die in das Play-in-Tournament müssen? Und danach sieht es jetzt aus. Also ich glaube nicht, dass die das an den letzten 10 Spielen noch umbiegen werden, denn da müssten sie ja Bulls, Cavaliers, Raptors, 2 von diesen Teams überholen. Und ja, Raptors ist noch im Bereich des Möglichen, Cavaliers glaube ich nicht. Die Heat auf der 1 wäre natürlich eine krasse Sache, wenn du als Tabellenerster dann gegen die Brooklyn Nets musst. Also das ist ein super, super spannendes Szenario, was wir hier nächste Woche vor allem durchgehen werden. Aber jetzt geht es erstmal um die Spiele von heute, Sonntag, 20. März. Es geht los mit den Houston Rockets gegen die Memphis Grizzlies. Und auch hier werde ich nochmal ganz kurz auf den Westen schauen. Die Grizzlies müssen dieses Spiel gewinnen. Die Rockets mit 17 Siegen haben weniger als Pistons und Magic, das heißt, sie werden eine höhere Quote haben. Dementsprechend können wir auch davon ausgehen, dass Rockets verlieren werden und die Grizzlies werden alles dafür tun, um eben den 2. Platz gegenüber den Warriors zu sichern. Und das spiegelt ja auch schon die Quote wider. Also wir werden am Ende der Saison Teams sehen, die dann Spieler schonen, weil es nicht mehr um Plätze geht. Andere verlieren absichtlich, andere wollen alles dafür tun, um zu gewinnen. Das Over-Under 233 Punkte und das für ein Samstag-Sonntag-Nachmittagsspiel, das ist schon eine Menge Holz. Auf der anderen Seite, ja, es geht in dem Sinne ja nicht um großartiges Verteidigen. Trotzdem würde ich auf Untergehen. -11 für die Grizzlies ist mir ein bisschen zu hoch. Das Unter gefällt mir von den normalen Quoten am besten. Oder man nimmt halt einfach den Sieg der Grizzlies mit und kombiniert das. Vielleicht mit den Pacers oder den Trailblazers. Hier haben wir eine hohe Quote auf Indiana. Also eine niedrige Quote, einen hohen Favoritenstatus. Der ist, schauen wir uns vielleicht auch mal hier die letzten Spiele an, nicht unbedingt gerechtfertigt, seitdem sie Abida Sabonis, den Sohn, oh Gott, seitdem sie Sabonis getradet haben, ist jetzt auch nicht wirklich irgendwas nach oben oder nach unten gegangen. Also ich vermisse ihn da. Auf der anderen Seite mit Haliburton haben sie auch einen wirklich guten Ersatz und natürlich nicht auf der gleichen Position. Und Buddy Hield zeigt jetzt auch noch nicht so viel. Also da ist Potenzial für die Zukunft, auch wenn TJ Warren nächstes Jahr wieder dazukommt. Jetzt haben sie gerade gegen die Rockets gewonnen, davor haushohe Niederlagen gegen Grizzlies, knappe Niederlage gegen die Hawks. Und ja, sie spielen schon relativ ausgeglichen. Auf der anderen Seite haben wir die Portland Trailblazers, die natürlich auch super gehandicapt sind und die letzten 3 Spiele verloren haben. Nichtsdestotrotz, ich erwarte hier ein knappes Spiel. Pacers können von mir aus gewinnen, aber
Auch hier haben wir ein Over-Under 232 Punkte. Das ist eigentlich Wahnsinn für ein Team der Pacers. Hier gefällt mir am besten die Portland Trailblazers um plus 7,5. Auch hier würde ich auf das Under gehen. Das ist mir einfach zu hohe Punktzahl. Also da muss wirklich die Trefferquote gut sein. Jetzt mal unabhängig davon, ob es gescheite Verteidigung gibt oder nicht. Das sind unsere beiden Spiele um 20:30 Uhr. Keine Leckerbissen, muss man dazu sagen, wie wir in den letzten Wochen verwöhnt worden sind. Und dann haben wir die Atlanta Hawks gegen die New Orleans Pelicans. Da haben wir ja zwei Eigenarten oder Besonderheiten sozusagen. Beide sind in ihrer jeweiligen Conference auf Position 10, hier die Hawks. Und die, na, warum Conference? Und auch hier die New Orleans Pelicans. Beide haben die Möglichkeit, noch auf 11 zu rutschen, aber das ist auch eher theoretischer Natur. Man sieht hier die Spurs mit drei Niederlagen, mehr als die Pels derzeit und Hawks. Naja, da haben die Washington Wizards fünf Niederlagen mehr. Also da wird nach hinten, glaube ich, nichts mehr passieren. Nach vorne haben aber beide die Möglichkeit, noch ein, zwei Plätze gut zu machen. Die Hawks eher als die Pelicans. Deshalb können wir auch hier von einem umkämpften Spiel ausgehen, in dem beide gewinnen wollen. Ich würde aber tatsächlich hier den Heimvorteil der Hawks hoch genug schätzen, dass sie das nach Hause bringen. Auch hier haben wir wieder 232 Punkte, aber das sind halt beides Teams, die wirklich ihr Heil komplett in der Offensive suchen. Und ja, minus 3,5 Atlanta ist in dem Sinne meine Wette. Oder man holt sich die Zweierquote, indem man einfach auf Sieg Hawks plus Grizzlies setzt. Das ist so eine potenzielle Idee. Dann haben wir unsere Gebrüder Wagner bei den Orlando Magic. Die haben es mit den Oklahoma City Thunder zu tun. Und wir sehen hier zwei grüne Punkte bei Orlando. Was ist da passiert? Die letzten drei Spiele haben sie verloren, aber davor tatsächlich mal zwei in Folge gewonnen gegen Pelicans und Timberwolves. Ist doch ein ganz gutes Zeichen, wenn jetzt das nächste West-Team kommt. Denn die Thunder haben wirklich die letzten Spiele abgegeben. Und auch hier ist es notwendig, nochmal auf die Tabelle zu schauen, und zwar auf die komplette Liga. Wir haben hier die Thunder auf der 27 und die Magic auf der 29. Wir wissen, mit dem neuen System geht es nicht immer komplett nach Reihenfolge, aber die Quoten sind natürlich höher, einen guten Pick zu bekommen. Deshalb, ich sehe hier keinen Grund, warum die Thunder dieses Spiel gewinnen sollten aus ihrer Sicht. Klar, tanken in dem Sinne ist nicht theoretisch, in der Theorie nicht erlaubt oder nicht gerne gesehen. Auf der anderen, also wisst ihr, was ich meine? Thunder gewinnen und dann haben die eigentlich keine Chance mehr in der Gesamttabelle hinter die Magic zu rutschen. Auf der anderen Seite wollen natürlich auch die Magic wahrscheinlich dieses Spiel nicht gewinnen, weil dann kommen sie gegebenenfalls über die Detroit Pistons und sind eine Niederlage bzw. ein Sieg näher an den Thunder dran. Aber der große Unterschied ist, sie haben ein Heimspiel gegen ein echt schwaches Team. Und von daher glaube ich schon, dass Orlando dieses Ding hier gewinnen wird. Auch hier sehe ich ein Under. 226 Punkte ist mir zu viel bei diesen Teams, die eigentlich beide verlieren wollen sollten. Und ja, Sieg, Magic. Und das Cleverste, was man machen kann, nicht wetten, weil wir haben ja zwei Gurkenteams. Und dann haben wir die Kings gegen die Suns. Auch hier wieder der klassische Blick auf die Tabelle. Wir schauen uns nämlich mal an, was die Sacramento Kings gemacht haben. Sie machen einfach gar nichts, auch wieder in dieser Saison. Viel theoretisch gutes Team, aber sie haben auch jetzt schon nichts mehr mit den Playoffs zu tun. Suns können eigentlich langsam anfangen, ihre Stars zu schonen und davon gehe ich auch aus. Ich würde hier tatsächlich auf Kings plus 10,5 gehen. Heimspiel, gar kein so verkehrtes Team. Suns haben kein wirklich Interesse, 100% zu geben, werden das vielleicht trotzdem gewinnen, aber Kings plus 10,5 finde ich eine unglaublich gute und spannende Wette in diesem Fall. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Hier, wer hatte das gedacht? Memphis Grizzlies am Ende der Saison, Tabellenplatz 2. Wahnsinn. Ich hätte die nicht mal unbedingt auf Playoff-Kurs gehabt. Jetzt, also zumindest nicht in den Top 6. Und sie sind Zweiter. Mal schauen, ob sie das halten können. Miami Heat, auch für mich eine Überraschung. Jazz, 76ers, Bucks, Celtics, alles Teams, die um die Meisterschaft spielen werden. Den Dallas Mavericks traue ich auch sehr viel zu. Die Denver Nuggets, ehrlich gesagt, in den Playoffs weniger. Da reicht einfach Nikola Jokic nicht. Chicago Bulls, Timberwolves, Cavaliers. Also, wir haben eine unglaublich spannende Playoff-Liste
Geschichte vor uns und die schauen wir uns spätestens in 2 Wochen gemeinsam genauer an. Und von daher wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Sonntag, genießt die Zeit und schaut Basketball am Abend. Ciao! Und jetzt der Abspann. Oddspedia, the Sports Betting Community.